Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute, ihr habt es im Thumbnail und in der Videobeschreibung gesehen, beziehungsweise im Videotitel, geht es um den klassischen Einsatzwagen von Blue Bricks. Ich habe den klassischen Leiterwagen und ich habe den Pumpenbus, also den Bulli. Videos habt ihr, also das Video zum Bulli habt ihr gesehen, zur Leiter habe ich kein Video gemacht. 302 Teile, 1795. Mit der Setnummer 103336. Ich werde mich dann jetzt an die Bauanleitung setzen, werde auspacken und werde auch ein Speedbuild mitlaufen lassen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und wir sehen uns am Ende vom Speedbuild wieder. So, meine Freunde des gepflegten Klemmbausteins. Fertig ist er. Ist ein schickes, schickes Set, finde ich. Also ich mag ihn, ich finde ihn gut. Er rollt. Ein bisschen Widerstand hat er an der Hinterachse, aber er rollt. Ein Problem habe ich aber. Der Reifen hält nicht. Also der Pin. Oder die Felge ist kacke. Ich weiß nicht. Eins von beidem. Aber nichtsdestotrotz. Wir kennen das ja bei Blue Bricks Modellen. Es sind Display-Modelle. Es sind keine Spielmodelle. Von daher, Entschuldigung, das gewackelt gerade. Ich musste meinen Arm mal neu positionieren. Wir kennen das ja. Ich meine, wir haben hier ein paar Fächer. Die können wir aufmachen. Die können wir zumachen. Ja, also es ist alles in Ordnung. Ich meine, für den Preis ist das okay. Das ist billiger als ein City-Feuerwehrauto von Lego. Gut, mit denen kann man spielen, mit dem hier nicht. Dafür sieht es aber auch schicker aus. Oh ja, die Scheibe. Die Scheibe ist leicht verkratzt. Das Schwarze da, das ist ein Hundehaar. Moment. Weg.
Kurz zur Info, ihr habt drei 1x1 Round Plates in TransClear dabei. Und die hier mit Loch. Verbaut werden in der Anleitung die hier. Ich habe die jetzt auch verbaut. Davon bleiben drei Stück übrig. Und auch nur die bleiben übrig. Nichts anderes ist übrig geblieben. Zum Bau, es lässt sich entspannt bauen. Ich meine, ihr seht es dann, ihr habt es ja im Speedbild gesehen, wenn ihr euch angeschaut habt. Ansonsten gibt es nichts, was jetzt besonders wäre. Ich muss hier hinten ein bisschen tricksen, nicht tricksen, sondern einfach mal gescheit gucken, wie ich das richtig hinmachen muss. Weil das gibt die Anleitung nicht auf den ersten Blick her. Ich muss da dann auch mal hin und her gucken. Deswegen, also es geht. Es ist jetzt nicht so, als wäre es irgendwie besonders oder besonders schwierig. Aber ich finde es gut und lasst euch dann entscheiden, ob ihr ihn euch kaufen wollt oder nicht. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, ist natürlich ein Affiliate-Link. Also, wenn ihr darüber kauft, unterstützt ihr meinen Kanal. Ich kriege eine kleine Provision, das kostet euch aber nichts. Ihr zahlt 17,95 € zuzüglich Versand. Ja, und damit schließe ich das Review ab und wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Seid aber so gut und lasst mir ein Like da und lasst mir ein Abo da, falls ihr noch nicht abonniert habt. Macht's gut.